Hallo Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy IV im Land der Beschwörbaren. Ja, ich weiß gar nicht, was es jetzt hier noch Tolles gibt. Hast du eine Ahnung, wo sie hin sein könnten? Einer wollte in die Wüste. Da soll es etwas geben, das Oase heißt und anscheinend wollte er das Wasser dort trinken. 8 meiner Freunde sind immer noch da draußen. Ich weiß, es wird schwer, aber du musst sie finden, bitte. Das hatten wir das letzte Mal auch schon gelesen. Das heißt, wir müssen noch auf jeden Fall zu dieser Oase hin. Ich habe natürlich gespeichert. Ich gucke mal eben, ob es allen jetzt gut geht. Das sieht aber eigentlich ganz gut aus hier. Ja, ich würde mal sagen, wir gehen mal einfach hier zu dem hier. Lydia, es tut gut, dich zu sehen. Okay, die tun einem gar nichts. Ich dachte, das sind voll die Feinde jetzt oder so. Oh, Lydia, sind das deine menschlichen Freunde? Ich glaube, ich sollte mal zu Lydia wechseln, damit wir hier sie sehen und nicht Rosa. Wenn ihr nicht im Kampf gegen Königin Asura besteht, wird euch der König kein Gehör schenken. Das hier ist unsere Bibliothek, eine Schatzkammer alten und arkanen Wissens. Okay. Dann Bibliothek. Eigentlich wollte ich doch auch noch die anderen Sachen holen. Shiva, die Eiskönigin. Wer sich ihren Zorn einfängt, den erwartet eine frostige Strafe, die den ewigen Schlaf bringt. Doch es gibt noch Beschwörbare, die noch nie jemand gerufen hat. Ifrit der Flammende. Seine Flammen sind hungrig und brennen alles nieder, was sich ihnen in den Weg stellt. Den haben wir schon. Der erschütternde Titan. Mit seinen mächtigen Armen spaltet er das Land und verfüttert seinen Feind an den Schlund Gaias. Gibt es noch einen, den niemand gefunden hat? Achso, was haben wir hier? Ramu. Sein Groll vermag Donnerwolken aufziehen zu lassen und mit Blitzen richtet er alle, die sich versündigt haben. Der üble Chocobo, leichtfüßig zumindest bei der Flucht und mit seinem einzigartigen Charme, erfreut das Herz jedes Beschwörers. Das stimmt. Dieses Buch bewegt mich wirklich. Psst, wir sind hier in einer Bibliothek. Okay. Da geht's aber runter. Dann schauen wir mal, was haben wir hier noch? Die Geschichte des Landes der Beschwörbaren reicht viel weiter zurück als die der Welt der Menschen. Die Höhle, die zur Auswelt führt. Ihre Passage ist eine Prüfung und nur die, die stark in Körper und Geist sind, werden sie bestehen. Okay. Ich könnte Äonen hier verbringen und hätte noch immer nicht alle Bücher gelesen oder meinen Wissensdurst gestillt. Wo sind wir jetzt hier? Ich will nochmal zurück. Ich habe das gerade gar nicht gelesen. Bibliothek war das. Bibliothek Untergeschoss 1. Ach so. Okay. Hier können wir auch lesen. Und so begab es sich, dass der Wal vom Mond auf diese unsere Welt herabstieg. Schon bald wurde er vom Drachen verschluckt, in dessen Bauch er tief und fest schläft. Fängt die Geschichte hier an? Die Sylphen, liebliche und seltene erspähte Feen. Nur wenn sie geeint stehen und ihre hauchdünnen Flügel in Einklang schlagen, offenbart sich ihre wahre Stärke. Beschwörbare Monster und Menschen, woher kommen sie und wohin gehen sie? Eine Frage so alt wie unsere Existenz selbst. Aha. Beherrscht der Mensch denn schon den Umgang mit Tinte und Feder? Ja. Ich fange mal hier wieder an. Asura, die Königin der Beschwörbaren. Die Gemahlin des Königs der Beschwörbaren und Schlüssel zu einer Audienz mit seiner Majestät. Nur denjenigen gewitzt genug, ihre Kräfte gegen sie einzusetzen, wird die Ehre zuteil, die wahre Gestalt des Königs zu sehen. Der König der Beschwörbaren. Geboren aus dem nördlichen Meer, ist er der Herrscher aller Meere und der unbesiegte König der Beschwörbaren. Odin, der Plünderer. Nur ein einziges Mal wurde er besiegt, und zwar als Blitze in seine mächtige Klinge fuhren. Das ist ein Tipp, wie man Odin besiegen kann. Beherrscht der Mensch denn schon, ja, nämlich mit Blitzen? Ja. Das hier ist die Audienzkammer des Königs und der Königin. Oha. Das ist ja toll. Um mit dem König zu sprechen, benötigt ihr zuerst die Erlaubnis ihrer Majestät, Königin Asura. Okay. Eure Majestät. Rydia, wie schön, dich gesund wiederzusehen. Bitte, Eure Majestät, wir brauchen euren Beistand. Dann sollt ihr ihn haben. Aber zuerst muss ich eure Stärke testen. Der Kodex befiehlt es. Habt ihr den Mut, gegen mich anzutreten und die Stärke, mich zu bezwingen? Ja, haben wir. Und ich denke, ich weiß auch schon, was auf mich zukommt. So sei es. Leider, ausnahmsweise weiß ich tatsächlich mal so ein bisschen mehr als sonst. Sie macht Protest. Oh oh. Damit schützt sich physisch. Ich weiß nicht ganz genau, was kommt, aber
Ich weiß, dass sie sich immer heilt. Und ich weiß, dass man sie ganz doll angreifen muss, natürlich. Und das tun wir jetzt auch mal. Sie kontert mit... Oh. Und die kontert ordentlich. Ja, das ist super. Sing mal, mach mal einen Hastmarsch auf alle, damit wir mal ein bisschen schneller hier werden. Und dann betest du mal bitte. Sie belebt sich gerade wieder. Wozu? Weiß man nicht. Wenn ich sie jetzt beschwöre, geht das denn überhaupt dann? Ich weiß nur, dass jetzt hier ein Kampf kommt, wo einer ist, der sich immer heilt. Und dass man das am besten mit Reflex zurückwirft. Deswegen will ich das jetzt gleich mal ausprobieren. Das war ordentlich Schaden. Sie kontert natürlich aber. Ich fand die gar nicht toll. Dann nehmen wir mal Shiva als nächstes. Ja, sehr schön. Mach jetzt endlich mal die Hast hier auf mich. Haben wir das jetzt auf sie gemacht? Wie blöd. Wo ist denn das hier mit dem... Vita Levitas Reflekt? Da. Oh, genau in dem Moment, wo ich es gefunden habe, kommt hier Iridia ins Spiel. Okay. Ja, wir müssen halt so mehr Schaden machen, als sie sich heilen kann. Das versuche ich jetzt einfach mal. Das war sehr gut. Reflex. Auf Rosa. Und du greifst an. Mach mal nochmal Shiva. Komm. Wir müssten unbedingt mal eigentlich auch Protes machen. Jetzt hat sie hier den Reflex. Das ist doch cool. Eigentlich müssen wir aber Reflex auf sie machen, damit sie uns heilt. Weil wenn wir jetzt versuchen, Rosa zu heilen, dann geht das ja auf sie. Das war also falsch rum. Ja, vielleicht kriegen wir es jetzt auch schon so hin. Mal gucken. Ich weiß nicht, wie viel die einsteckt. Keine Ahnung. Ach, ich kann sie gar nicht mehr heilen, oder? Das war jetzt nicht gut. So, komm, mach mal hier Reflex. Auf sie. Ja. Das wollte ich eigentlich. Ne? Kannst du dich schön heilen und heilst uns auch gleich. Ob das so klappt hier alles, ich weiß es nicht. Jetzt mache ich die Runde eben nochmal. Oh, ich kann sie nicht heilen. Mal. Und du musst unbedingt mal Protes machen. Das geht jetzt wahrscheinlich auch auf sie. Aber wir müssen halt mehr Schaden machen als heilen. Ja, ja. Sie hat ja schon Protes gemacht, von daher ist auch egal. Aber wir haben keinen Protes bisher. Das heißt, am besten ganz viel Protes nehmen. Jetzt ändert sich das Ding wieder. Kontert natürlich, das hat ihr gar nicht gefallen. Ich muss jetzt einfach mal heilen. Das geht nicht anders. Mach mal Shiva.
würde auch ganz gern Edge eigentlich wieder beleben. Ja, ja, heil dich mal ruhig. Dankeschön. Sie ändert halt immer ihren Kopf und ich nehme mal an, dass jeder Kopf wieder so eine Schwäche hat. Also Analyse könnte man eigentlich auch nochmal machen. Das hat geheilt zum Beispiel. Aber wenigstens heilen wir gerade auch. Oh ja, heil mal. Leb mal wieder. Warum immer auf ihn? Das ist schade. Dann nehme ich Alfred. Der hilft bestimmt gegen Shiva. Und ne, jetzt hat sie den Kopf wieder gewechselt. Das ist ja blöd. So. Protest auf alle. Ja, das wird wahrscheinlich wieder nicht helfen jetzt mit Alfred, weil sie den Kopf gewechselt hat. Blöd. Es hat wieder geheilt. Seid doch. Shit. Naja. So, schön auf alle. Auf sie auch nochmal. Ist egal. Wir haben vor allem Protest. Das ist das Wichtigste. So, jetzt ändere nicht wieder dein Ding. Ich mache jetzt mal Titan. Der geht gegen alle wahrscheinlich. Jetzt hat sie nämlich wieder den Kopf gewechselt, die Olle. So, ich muss mal hier wiederbeleben. Das nervt mich, dass... Warte mal, ich mache mal Erzengel. Das wird nämlich sowieso bei ihr nichts bringen. So, du greifst... Oh, oh, oh. Okay. Danke auch nochmal fürs Protus für mich vielleicht. Da hat sie den Kopf auch schon wieder gewechselt und kontert, aber... Können wir ihr was stehlen? Vitra. Autsch. So, ich mache eine Lebenshymne auf alle. Damit wir hier weiter uns, ja, heilen. Zieht sich gerade ein bisschen hin, aber wenn ich erstmal einmal in so eine gute Runde komme... Hat sie jetzt Protes eigentlich? Ich weiß es nicht. Traue mich nicht anzugreifen. Komm, beleb mal Dingens wieder. Damit wir beschwören können währenddessen. Hier ist jetzt sowieso wieder Vollpower, also ist auch egal. Jetzt machen wir mal schön Protus auf alle. Und dann machen wir gleich nochmal Rayflag. Ich weiß nicht, wer ist denn gerade dran? Ich mach mal Shiva, ich versuch's mal. Und du machst Vitra. Und Angriff. Oh Mann, jetzt ist er schon wieder tot. Wieso sterben die so schnell, ey? Beleb ihn mal wieder. Aber ist ja kein Reflex drauf. Mist. Echt blöd. Ah, oh, solche Kämpfe machen nicht immer massiv Schaden auf einmal, so wie Tod zum Beispiel. Aber sie ziehen sich halt ewig hin, weil derjenige sich ständig wieder heilt. Genauso wie wir es halt auch machen, macht der Gegner es halt auch. Und eigentlich muss man es... Ja, es war jetzt wieder der Falsche ausgewählt. Der mit dem roten Kopf ist also pro Shiva oder was? Jetzt haben wir wieder einen... Okay, du machst wieder schön Reflex. Auf sie hier. Gut, dann nochmal Shiva. Oh, sie hat wieder den Kopf gewechselt. Da kriege ich einen Rappel. Ist wieder der Falsche. Shiva hilft jetzt wieder nicht, weil es der rote Kopf ist. Blöd. Wir wollen Schaden machen.
Verdammt ich nochmal. Ich kann es halt auch nicht berechnen immer. Ja, komm. Da ist jetzt der andere. Der müsste jetzt mit Shiva gehen. Jetzt machen wir mal schnell Shiva hier. Und dann singen wir mal eine Runde. Weil, dann ist Edge auch wieder da und... Ach komm, jetzt wollen wir aber mal hier den richtigen. Nochmal Shiva zum dritten Mal und hoffentlich ist es jetzt auf dem richtigen Kopf. Komm schon! Nee, der geht auch nicht. Wieso nicht? Keine Ahnung, ey. Ja, komm, dann greif mal an. Du machst Protus nochmal auf alle, bitte. Und Titan. Okay, die haben noch Protus drauf. Das ist sehr schön. Sie macht wieder Engel. Das hilft uns nicht. Aber es schadet auch nicht. Und das ist das Wichtige. Ziel mal. So, wir kloppen jetzt drauf. Kein Bock mehr hier. Titan müsste eigentlich gehen. Damit die Olle sich mal ums Heilen kümmert und ihren Kopf immer wechselt. Und irgendwann müsste ja mal ein Kopf... Ja, könnte denn überhaupt alle drei Köpfe sterben? Oder nur einer nach dem anderen? Oder alle auf einmal? Oder ich weiß es nicht. Jedenfalls haben wir mal endlich Schaden gemacht. Das ist doch mal schön. Kontert natürlich auf Edge wahrscheinlich. Nein, auf sie hier. Okay. Dann mache ich jetzt mal Alfred. Weil Shiva habe ich keine Lust mehr. In der Hoffnung, dass es klappt. Danke für Protes. Sehr schön. Immer drauf. Oh, er hat sogar geschützt. Das finde ich schön. Ich weiß nicht, ob es mit Alfred jetzt klappt. Oh, wieder geheilt. Ich fasse es nicht. Ja, gut, dann Vitra bitte mal auf alle. Toll, der ist wieder tot. Das finde ich total blöd. Ich mach mal hier den Drachen. Gucken, ob der uns hilft. Na, belebt sie ihn jetzt eh wieder, oder? Damit die so ein bisschen hier außer der Gefahrenzone wiederkommen. Wir müssen Schaden machen. Mehr Schaden. Komm, Rydia. Jetzt reiß doch mal was. Jawohl. Der war gut. Okay, du singst mal wieder eine Lebenshymne. Ich mach mal hier, komm, studier mal das Ding hier. Das muss doch irgendwie zu machen sein. So, die haben wir jetzt studiert. Reicht das jetzt, wenn wir angreifen mit Minime, damit das, ja, mach mal deinen Orkan. Orkanangriff von Edge.
heilt. Das ist nicht schön. Rotes, greif mal an. Ich mache wieder Titan. Das fand ich ganz gut bisher. So, die sind wieder dabei. Kritisch. Titan hat ja bisher immer gut geholfen. Komm, wir greifen an. Was soll's? Wird gleich wiederbelebt hier. Oh Mensch, die haut aber auch rein mit ihren Schwertern. Mann, 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 Mann. Ja, heil dich mal. Ich brauche mal unbedingt wieder hier Rayflag auf sie, damit die uns heilt. Ja, komm. Heil uns. Schön. Und Angriff mit Titan. Was anderes weiß ich jetzt auch nicht. Muss mal mit dem Finger auf sie gucken. Sage ich jetzt auch schon seit gefühlten 5 Minuten. Hallo, hast du Lust mal zu sterben? Okay, danke schön. Mach trotzdem wieder Titan. Ja, das ist doch nett gewesen. Greif mal an. Sie kriegt immer schön Protes gerade, die Rydia. Aber wir müssen vor allem heilen, das ist wichtig. Und unsere Lebenshymne macht das einfach nicht so schnell, wie ich es gerne hätte. Nicht so viel und nicht so schnell, wie ich es gerne hätte. Diese ollen Köpfe, ey. Ja, es war so klar. Ja, endlich. Aber wenigstens leben zwei noch und wir haben es geschafft. Lieber so als alles nochmal, bin ich ehrlich. Ich habe jetzt einen ganzen Part diesen Kampf gemacht. Finde gar nicht, dass sie so viel eingesteckt hat. Ich glaube, das hätte man auch besser regeln können. Aber okay. Liebste Rydia, wahrlich starke und aufrichtige Freunde hast du gefunden. Erlaube mir, euch auf eurem Weg zu unterstützen. Rufe mich, wann immer nötig. Rydia kann jetzt Asura beschwören. Aha. Was heißt das jetzt genau? Was ist denn jetzt Asura? Königin der Beschwörern, hier so etwas wie eine Göttin. Die können wir jetzt beschwören und die hilft uns dann? Liebste Rydia, wahrlich stark und ja, immer nötig. Ja, okay. Können wir mal mit ihm quatschen. Haben wir uns verdient. Rydia, mein Kind, du und deine Freunde seid die Ersten, die meine Asura bezwingen. Doch mit Stärke allein werdet ihr den Kampf gegen das wahre Böse nicht gewinnen. Ohne die nötige Willenskraft, die euch alles für die Sache geben lässt, werdet ihr scheitern. Mein Wille wurde geschmiedet in den unzähligen Schlachten seit Anbeginn. Wollt ihr euch mir stellen und wisst ihr, was das bedeutet? Nein. Dann kehret zurück, wenn ihr euch euer sicher seid. Das mache ich. Aber nicht, wenn alle gerade tot sind, ganz ehrlich. Da gehe ich dann lieber nochmal zurück. Wir haben ja sie schon. Dann gehe ich gleich zurück, wenn ich hier beim Speicherpunkt wieder bin. Der ist mir gerade lieb. Einmal speichern und vor allem einmal Energie auftanken. Das wäre schön. Ach ja. So. Es gibt doch auch hier Betten. Wieso gehen wir nicht dahin? Ich will mal Geld ausgeben und in die Betten und nicht nur speichern. Speichern mich auch. Mach ich gleich, okay. Komm hier ganz durcheinander. Einmal in den Innenladen. Was haben wir denn hier? 1200 Gil pro Nacht. Ach komm, wir haben es ja, ne?
Das ist schon viel, wenn ich so an 300 gehe pro Nacht. Aber gut, das sind auch andere Betten hier. Wir sind im Land der Beschwörbaren, da ist so ein bisschen Luxus, ne? Also dann, brechen wir auf. Ja. Gepennt, allen geht's wieder gut. Was gibt's hier so? Lichtschleier, Königs, Herbisch, Überwachungswein. Kaufe ich alles, vielleicht ein bisschen noch. Gucke ich gleich mal. Wir sehen uns im nächsten Part von Final Fantasy 4. Bis dann!